Ja, es ist kein leichter Stoff, den Elisabeth Escher in ihrem Roman Hannas schlafende Hunde verarbeitet hat, nämlich Nazi-Nachwehen in Wales der 60er Jahre. Mit Starbesetzung wird der Roman jetzt verfilmt, gedreht wird dabei auch in Linz und wir waren am Set mit dabei. Die St. Severin-Kirche in der Landeshauptstadt. Statt Amen hieß es hier kürzlich und Action. Große Schauspieler wie Hannelore Elsner, Christian Wolf oder Franziska Weiß spielen in Hannas schlafende Hunde mit. Und Linz dient als Kulisse. Achtung bitte! Unter der Regie von Andreas Gruber wird der Roman einer Welserin verfilmt. Gruber knüpft damit sozusagen an den Film Die Hasenjagd an. Es knüpft an etwas an, was ich einmal gemacht habe. Ich habe viel anderes auch dazwischen gemacht. Aber es ist natürlich eine Art von Fortsetzung, quasi auch in der Chronologie. Was ist nach 45 passiert, was ist in den 60er Jahren passiert? Insofern ist es natürlich eine Anknüpfung. Zur Geschichte. Ende der 60er Jahre wächst ein jüdisches Mädchen, getarnt als brave Katholikin in Wales auf. Noch immer ist dort die Nazi-Ideologie stark verankert. Als das junge Mädchen erfährt, dass sie tatsächlich Jüdin ist, teilt sie das Geheimnis mit ihrer Großmutter. Anstatt sich zu verstecken, möchte das Mädchen auf ihre Identität stolz sein. Für den gebürtigen Welser Andreas Gruber ist diese Produktion eine Art Eintauchen in die eigene Jugend. Das Spannende für mich ist ja da, ich bin genau zu dieser Zeit groß geworden. Ich kenne quasi alles, wie das damals war. Und insofern ist es ganz spannend, dass wir versuchen, das einfach wieder zum Leben zu erwecken, wie damals unsere Jugend ausgeschaut hat. Am Set teilen viele ganz persönliche Erinnerungen an das Nazi-Regime und die Nachwehen dieses dunklen Kapitels der Geschichte. Ich bin aufgewachsen in Berlin. Ich habe das schon als Kind, genauso vielleicht wie dieses Mädchen hier in diesem Film, alles nicht so ganz begriffen, was um mich herum passiert ist. Aber auch von meiner Familie sind einige Leute, die jüdischen Ursprungs waren, ausgewandert. Und zu denen haben wir heute noch dann wieder Kontakt. Nur das ist ja ein Problem, was ja gar nicht nur jetzt die 60er oder 70er Jahre betrifft. Da war es vielleicht noch ein bisschen präsenter, direkt so ein paar Jahre nach Kriegsende. Aber eigentlich ist das Problem ja bis heute nicht wirklich überwunden. Genau deshalb hat Elisabeth Escher den Roman verfasst. Die Welserin wollte damit ein Plädoyer gegen jede Art von Faschismus schreiben. Dabei ist ihr das Schreiben nicht immer leicht gefallen. Man hat natürlich einen sehr starken Bezug zur Thematik, was das Ganze sehr authentisch macht. Schwierig eher auf der emotionalen Seite, dass natürlich immer das Erinnern, wenn es auf schreckliche Erlebnisse zurückgeht, etwas Schmerzhaftes ist. Aber Literatur ohne Erinnern ist eine Unmöglichkeit, denn das Jetzt ohne die Vergangenheit wäre ja in dieser Fülle nicht fassbar. Und insofern war das einfach ein sehr wichtiger und ein notwendiger Schritt für mich, diese Geschichte festzuhalten. Besondere Geschichten festhalten und erzählen, das ist es, was Hannelore Elsner an ihren Rollen liebt. Dass sie Tiefgang haben, ist der Schauspielerin heute wichtiger denn je. In Hannas blinder Großmutter hat sie so eine Rolle gefunden. Also ich bin jetzt nicht spezialisiert auf jüdische Frauen, sondern auf Frauen mit einer Vergangenheit, mit einem bewegten Leben, mit Traumata, mit Schmerzen und vor allen Dingen, was mich interessiert, ist die Überwindung dessen. Und ich finde auch wichtig, dass das in Filmen gezeigt wird, dass man Leid und Schmerz überwinden kann. Mit viel Kraft natürlich, auch mit Hilfe, aber dass das möglich ist. Faschismus immer wieder thematisieren, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Für viele Darsteller mit einer Motivation, warum sie bei diesem Film mitwirken. Hannas schlafende Hunde soll im kommenden Winter in die Kinos kommen. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich.